ein herzliches Willkommen am Erholungsteich in Eisengraben zum vierten Jeidhofer Eisengrabener Saudruckrennen. Das Wetter spielt leider heute nicht ganz mit. Dafür ist nur die Creme de la Creme an Teilnehmern am Start und wir werden jetzt kurz die Rennbesprechung machen. Wir machen es wieder so wie in den vergangenen Jahren, das heißt, wir haben einen Le Mans-Start. Die Tröge werden vorweg ausgelost. Was ich bitten würde, künstliches Nachhelfen beim Versenken wird mit der roten Karte bestraft. Ja. Unser Schiedsrichter steht da, das ist die Elfe Sinnhuber. Du hast ein strenges Auge drauf, gell? Ganz strenges, überhaupt nicht. Ja, genau. Wenn wir so viele Teilnehmer haben, müssen wir ja ganz streng sein, dass wir rechtzeitig fertig werden. Wir bedanken uns, wie gesagt, nochmal bei der Wasserrettung Krems. Danke für euer Kommen. Ja, danke nochmal seitens der Wasserrettung, dass wir so herzlich wieder begrüßt werden. Freut uns, dass ihr uns braucht. Heute möchte ich vielleicht zu den Teilnehmern nur ganz kurz sagen, es wird das kalt, es ist huschig, das Wasser ist auch kalt und es könnte sein, dass das den einen oder anderen vielleicht nicht so zugute kommt, wenn er ins Wasser fällt. Deswegen folgendes. Ja. Einer von uns, das bin ich, steht auf der drüberen Seite, da gibt es einen Wurfsack, den werde ich zuwerfen, den halten wir sie an und wir ziehen noch raus. Der zweite, Benji, ist im Wasser, also es ist jemand im Wasser mit so einem Gurtretter. Sollte jemand das Problem kriegen, das weiß man vorher nicht, das hat nichts mit Schwimmen zu tun. Wir haben schon Leute rausgezogen, die waren Meisterschwimmer, ja. Aber wenn das Wasser so kalt ist, geht das nicht. Ja. Also bitte einen Gurtretter anhalten, mehr braucht man nicht tun. Der Benji zieht raus und der Stefan ist auf der Rübenseite und die Elisabeth auch. Das war's schon eigentlich von meiner Seite. Danke. Alles Gute und ein gutes Gelingen. Wir haben absolut faire Bedingungen. Die Tröge sind fast dicht. Und nur fast, gell? Bitte aufpassen. Ja, einer schaukelt ein wenig mehr, der andere weniger, der andere ist hecklastig und man bleibt auf alle Fälle trocken. Das werden wir dann jetzt ausprobieren. Schau, unser Retter fährt schon oder schwimmt schon um mit seinem Gurt zur Insel. Achtung! Fertig! Los! Go, 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 go! Start! Super! Hopp, 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 hopp! Ja, anfeuern! Genau! Hopp, 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 hopp! 45, jetzt 47! Bist du gescheit? Das U-Boot liegt vor! Ihr seid wirkliche Waldviertler. Jawohl, das Wasser ist kühl, aber ihr schafft es. Bravo! Es ist spannend, tolles Rund. Nicht zusammenstoßen. Rudern, jawohl. Alle Linien gleich auf. Ihr seid super, genau. Schau dir das an, Gerald, also. Genial. Das ist ja wirklich super. Das ist schön. Eins, zwei, drei, los! Ein bisschen nachschirm, jawohl. Der Gerald ist da unser Anschieber, jawohl. Schneller, die Dame 44 aufholen, bitte. Hopp, hopp, hopp. Burschen, gebt ein bisschen Gas, sonst gibt es keine Sicherheitsbusse. Ich muss sagen, die Burschen sind eh schnell. Aber die Dame ist ein bisschen hips, gell? Das ist das Alter, das Alter. Ja, die Damen, muss ich sagen, holen ein bisschen auf, ja? Also, geht schon. Hopp, 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 hopp. Ja, hopp, hopp, hopp. Na ja, schauen wir mal. Das ist knapp, sehr knapp. Na, bist du gescheit. Das war ein Kostenentschuld. Bravo! Bravo! Gleich geht es zum Start. Achtung! Fertig! Feuer, los! Hopp, 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 hopp,
Schau, unser Retter kommt mit den Gummistiefeln. Julia, hörst, gib nicht auf. Bist du eine Waldviertlerin? Das ist ein Kavalier. Die Gummistiefel sind schon voller Wasser, macht ja nichts. Ne? Voller etwas. Ich kriege eine Provision, gell, Tobias? Und geht das dann nur? Super. Das heißt, die Buben haben gewonnen. Bravo. Achtung. Fertig. Feuer, los. Hopp, 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 hopp. Kenneck macht einen spannendsten Start. Nicht untergehen, nicht untergehen! Schnell rudern! Ja! Tage wie dieser. Jawohl, gleich! Am Ziel! Auf diesen Tag. Und das war. Bravo! Team Nummer 47! Jetzt müssen wir nur leisten, sonst wird es nicht. Leute, Leute, mit der Glocke bitte! Laut! Vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Jugendklasse. Wir kommen jetzt zur allgemeinen Klasse. Achtung! Fertig! Feuer los! Hopp, 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 hopp! Anfeuern! Hopp, 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 hopp! Ja. Sie dürfen weiter aufholen, wahrscheinlich. Schau, wie er sich einsteigert. Super. 41. Hopp, 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 hopp. Also, was sagen wir, so ein Schweinchen da vorne? Die Ruder. Schau dir das an. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt habt ihr so vergessen. Was ist mit dem? Das ist sonst immer beim Rennen passiert. Jawohl. Unser Rettungsschwimmer ist schon im Einsatz. Sommer, Achtung, Konzentration. Achtung, fertig, Feuer los. Hopp, 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 hopp. Schau das an. Fest rudern, jawohl. Da bleiben wir stark und fit. Super. Die dürfen erst um diese orangene Boje rudern. Das ist natürlich die High Class, ja. Super. Schneller, schneller. Ich kann leicht reden. Ich stehe da und tue blöd reden, aber ihr seid die Sportler. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Schau, da kommt schon das Wasser rein. Jawohl. Wer ist der Erste? Glocke, Glocke. Jawohl, das Team. 42. Achtung. Fertig. Feuer los. Was es geben soll, wir auch. Hopp, 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 hopp. Alle sind nass. Aber ich werde es gleich schwitzen. Super macht sie das. So ein Saudrum, das kann was, ja? Ja, Elfi. Also ich muss sagen, man merkt schon das Alter, ne? Die Jungen waren deutlich marginal. Bravo! Voller Einsatz! Also jetzt noch! Nicht vergessen, die Glocke! Schnell! Hubert, komm! Die Glocke! Bitte die Glocke läuten! Ja! Bravo! Applaus! Super Leistung! Fertig! Feuer los! Eine, eine, eine!
wird schon gut. Fast gleich, fast gleich. Sie klettern alle. Was ist da los jetzt? Ich würde sagen, die Titanic überholt das U-Boot unter Wasser. Hopp, 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 hopp. Um die Boje herum, bitte. Anfeuern. Hopp, 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 hopp. Nein, ich würde sagen, es gibt dann eine Siegerehrung, oder? Eine Siegerehrung gibt es dann auch noch, Tobias, gell? Sicher doch. Bis dahin gibt es, habe ich gehört, das eine oder andere zum Essen. Da hinten, da raucht schon wieder und duftet richtig schön lecker her. Dankeschön. Bitte bleibt's noch. Es ist ausreichend für die Verköstigung und Trinken sorgt. Danke fürs Kommen.